Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, lieber Philipp, bei uns hier im Studio bei GS1 in Bern, herzlich willkommen. Wir werden in den nächsten 3/4 Stunde, Philipp, miteinander ein paar Fragen, Themen aufgreifen, wo ich der Meinung bin, dass die für verschiedene Zuschauerinnen und Zuschauer relevant sein und interessant. Zuerst einmal ganz herzlich willkommen hier bei GS1, vor allem auch als glanzvoll neu gewähltes Mitglied im Vorstand. Wir freuen uns sehr, dass du dich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hast. Und das ist sicher ein guter Einstieg, so lernen wir dich, unsere Mitglieder, auch gerade ein bisschen kennen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns da jetzt zugeschaltet sind. Vielleicht an Sie noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, dann tun Sie bei Zoom die F&A-Taste benutzen. Die werden nachher Ihre Frage wird auf unseren Screen übertragen. Dann kann ich nachher mit dem Philipp die Frage aufnehmen und hoffentlich auch beantworten. Ich bin überzeugt, das wird eine spannende 3/4 Stunde. Dann gehen wir doch gerade in Medias Res. Und zwar ist eines der Themen, wir wissen, du bist CEO der Volk. Dort ist Swisses und Nachhaltigkeit ist ja sicher eines der Themen. Auf jeden Fall für mich ist Volk ja eine Organisation, die sehr volksnah ist, kundennah, nach bei den Produzenten, bei den Bauern. Wie ist das so bei dir? Wie kommt das an? Ist das ein richtiger Eindruck? Ist Volk dort zu Hause? Was unterscheidet euch von anderen Detailhändlern vielleicht in diesem Bereich? Sind wir bei Volk wirklich bei einer echt schweizerischen, nachhaltigen Organisation? Ja, auch von meiner Seite grüße ich nochmal alle, die zuhören. Robert, merci für die Einladung und freue mich, dass ich heute hier da sein kann. Ja, Volk, ich habe es jetzt seit dem September 2019 dürfen übernehmen und es ist wirklich eine sehr spannende Organisation. Es macht Freude. Ja, ich würde sagen, wir sind sehr schweizerisch und wir sind sehr volksnah. Also wir sind im Dorf daheim. Die aktuelle Kampagne heisst «Aus Liebe zum Dorf». Wir schauen wirklich in dem Sinn, dass wir unsere Bezugsquoten wirklich können auf das abstellen. Also wenn man jetzt den frischen Bereich anschaut, dann beschaffen wir über 80% in der Schweiz. Wenn man das ganze Sortiment anschaut, dann beschaffen wir über 75% aus Schweizer Produktion. Und ich glaube, was einfach wirklich speziell ist, in vielen Bereichen verzichten wir eben ganz bewusst auf einen Import. Weil man könnte durchaus etwas machen. Es wäre auch gute Produkte, es würde auch ökonomisch Sinn machen, aber unsere Mission in dem Sinn oder unsere Aufgabe ist wirklich, zusammen in der Schweiz zu beschaffen und wir haben dort ganz klar die höchsten Quoten. Wir haben da sehr langjährige, sehr gute Beziehungen zu Schweizer Produzenten aus der Markenindustrie, aber auch lokal. Also wir haben mit dem Feins vom Dorf beziehen wir sehr viele Produkte direkt im Dorf, was gerade heute in der heutigen Zeit, wo viele Leute dabei wissen, woher kommen denn die Produkte oder wie entstehen sie vielleicht sogar, ganz ein wichtiger Bereich ist. Nein, also von dem her, glaube ich, sind wir wirklich sehr, sehr auf die Schweiz fokussiert. Und man kann natürlich auch sagen, durch unsere Lokalität, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, bringen wir schon sehr viel Nachhaltigkeit mit ins Sortiment hinein. Ja. Wenn ich von dir ein Mail bekommen oder schon von deinem Vorgänger ein Mail bekommen habe, ist immer untergestanden frisch und freundlich. Das, denke ich, ist ein gutes Slogan für das, was du uns jetzt gerade ein bisschen erklärt hast. Wenn du müsstest sagen, was ist so ein bisschen anders vom Volk, was tut dich ein bisschen trennen von den Mitbewerbern? Was wären ja deine Hauptaussagen? Also eben, wir haben, oder der Volk hat sich vor 15 Jahren eigentlich müssen Gedanken machen, wo will er ran? Zieht er irgendwo mit, wo die anderen auch mitziehen? Beziehungsweise, das war ja der Zeitpunkt, wo Aldi und Lidl damals entschieden haben, in die Schweiz zu kommen. Günstig im System Volk kann man einfach nicht sein, aufgrund von der Strukturen und wie der Volk agiert. Und so hat man damals festgelegt, und ich bin
überzeugt, dass die Strategie in den nächsten Jahren weiter sehr interessant ist. Wir sind in dieser Nische auf dem Land. Wir fokussieren uns auf kleine Flächen auf dem Land und bieten dort einfach einen täglichen Bedarf. Also nicht alles, aber ja, den täglichen Bedarf, den man einfach braucht, den man schnell gerne holt, um eben können, dort im Dorf bei den Leuten zu sein. Das wird sehr geschätzt. Und eben der tägliche Bedarf, ergänzt mit lokalen Produkten und weiteren Dienstleistungen, macht uns auf dem Land eigentlich so ein bisschen zu so einem kleinen Zentrum, wo man einfach gerne hingeht. Und natürlich das Frische beziehen wir nicht nur auf Sortiment, das in der Regel sehr frisch ist, eben viel Frische für den täglichen Bedarf, sondern einfach auch, wie wir versuchen, mit unseren Leuten aufzutreten, kombiniert mit dem Freundlichen, eben auch ein bisschen Zeit, um mal auf die Leute einzugehen. Man kennt Kunden oft gut, wir haben sehr, sehr viele Stammkunden, die 3-4 Mal in der Woche kommen, die man einfach wirklich kennt. Also viele von unseren Ladenleiterinnen und Leiter kennen 50% von ihren Kunden mit dem Vornamen. Ja. Und das ist wirklich eine einzigartige, tolle Geschichte, wo man halt einfach in dem Mikrokosmos fast auf dem Land eigentlich im Dorf sehr gut kann machen, sehr gut kann betreiben. Ja, spannend. Ich glaube, da können wir schon gerade ein bisschen zu einem nächsten Themenkreis überleiten. Wir reden ja alle heute von Food Waste. Also auf gut Deutsch heisst das ja, dass wir eigentlich Lebensmittel produzieren, die wir nachher entweder schon in der Auswahl nach der Produktion ausscheiden und sortieren, was kommt in die Laden, was kommt nicht in die Laden, oder dass man es im Laden drin hat. Für das Angebot, dann hat man Ablaufdaten, da können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen drauf reden. Aber das Thema vom Food Waste, das ist ja sicher bei euch auch ein Thema. Ja, es ist ein eigentlich sehr relevantes Thema, weil eben Waste, die Verschwendung, das können wir uns oder dürfen wir uns heute grundsätzlich eigentlich gar nicht leisten. Mhm. Einerseits sage ich jetzt mal, gibt es sicher Themen, die man ähnlich machen kann beim Food Waste wie andere. Andererseits, was ist speziell beim Volk? Vielleicht ein kleines Beispiel. Eben, das ist wirklich nur im Kleinen, das funktioniert dann nur im Kleinen, aber wir sind halt sehr verbreitet und solche ähnliche Geschichten gibt es halt öfters mal in der Volkwelt. Wir beziehen saisonales Früchte zum Beispiel von einem lokalen Bauern. Sie bringt am Morgen die Beere, sie nimmt am Abend die Beere wieder mit, die sie nicht verkauft hat, bringt wieder die frische. Und somit haben wir eigentlich immer frische Beere. Und die Beere, die man nicht hat können verkaufen konnte, verarbeitet sie zu Konfi und liefert sie dann als Feins vom Dorf Konfi wiederum in Volk. Ein kleines Beispiel, das sind so Mikrogeschichten, die man aber 100 Mal in verschiedenen Konstellationen haben. Das andere ist natürlich auch wieder das kleinste Thema. Wir fahren jede Nacht gegen die 800 Verkaufspunkte an mit Frische. Und wir möchten eigentlich, dass unsere Läden wirklich jeden Tag frisch bestellen. Und für das können sie eine Gurke, können sie eine Ananas, können sie einen Kopfsalat bestellen. Also wir möchten, weil wir sowieso die Touren müssen fahren, dass er wirklich Kleinstmengen, aber frisch bestellt wird. Mhm. Das ist nicht wahnsinnig effizient, aber es garantiert in unserem System, dass wir eben frisch sein können, dass wir auch minimal, also am Ende des Tages haben wir minimalen Waste, weil sie genau, sie kennen ihre Kundschaft, es ist täglicher Bedarf, es hat eine sehr hohe Konstanz im Vergleich zu anderen Standorten, die größere Frequenzunterschiede haben. Und so schaffen wir es eigentlich schon bei unserem System, dass wir ganz, ganz wenig Abschriften per se überhaupt generieren. Ja. Ist aber wiederum auch nur eigentlich in unserem Dorfladensystem so möglich. Andere können nur Kisten oder ganze Gebinde kommissionieren. Oder wollen nur Gebinde kommissionieren. Also kann man sagen, es ist ein Vorteil aus dem System raus, oder? Ja. Aus der Grundidee, wo dem entgegenkommt. Ja. Eines der grossen Themen ist ja auch, das sieht man etwa einmal, ich habe gerade, als ich da hingefahren bin, gehört, dass man unheimlich viele Mahlzeiten können ersparen durch so Sachen, wo das Datum abgelaufen ist, die nachher zweitverwertet werden in einer Küche. Oder? Eigentlich ja eine sehr gute Idee.
Jetzt ist die Frage ist ja immer ein bisschen, wie willkürlich werden die Daten festgelegt? Wäre bei Folge, wäre das möglich, dass man da Daten zum Beispiel ein bisschen hindern versetzt, also ein bisschen verlängert im Verkauf oder nicht? Oder was ist da so die Grundeinstellung? Also einerseits bei der Verteilzentrale arbeiten wir auch mit Schweizer Tafeln zusammen, machen Ja. auch verschiedene Tests, um einfach das, was noch bleibt, zu verwerten. Aber wie du richtig sagst, ich meine, das Datum ist eine Indikation, wo man als Hersteller irgendwo einmal muss geben. Und zwar halt ist einfach der Grundsatz immer eine Abwägung zwischen der Sicherung von der Gesundheit. Ich meine, Lebensmittel ist wichtig, dass die an sich nicht gesundheitsgefährdend sind. Und andererseits natürlich auch irgendwo durch eine unnütze Verschwendung zu vermeiden. Also klar möchte man einerseits Daten so lange wie möglich setzen, hat da den Vorteil aus Sicht vom Händler, dass man natürlich eben mit dem Handel mehr Spielraum hat. Aber andererseits muss man ganz klar sagen, irgendwo ist fertig, wo wir die Verantwortung nicht mehr übernehmen können für die Qualität von dem Produkt. Hat aber, ich sage jetzt im professionellen Umgang mit dem Produkt, meistens wenig Relevanz. Wichtig ist ja der, was macht der Kunde daheim? Wie transportiert er sie heim? Lädt er sie noch im Sommer im heißen Auto? Wie lange sind sie dort? Wie oft sind sie im Kühlschrank wieder draußen? Also auch der Kunde trägt viel dazu bei. Also eigentlich die Haltbarkeit nachher, was so ein Produkt ausmacht. Und wir sehen ja, dass sehr viele Produkte leider bei den Kunden, der oft auch im Abfall landen, wo man sie Ja. dann nicht mehr weiter verwerten kann. Andererseits, und das habe ich sehr interessant gefunden, eben, wo wir sehr viele Eigenmarken entwickelt haben und produziert haben, dort hast du natürlich Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen über Rezepturen, über Konservierungsmittel oder Konservierungsverfahren. Wie möchte man damit umgehen? Und spannend ist, es ist ja nicht nur eine technologische Geschichte, sondern es ist auch ein bisschen eine kulturelle Geschichte. Also in der Schweiz haben wir so eine Keimzahlobergrenze, zum Beispiel in der Schafgüterei von 1 Million Keimen. Ja. So etwas kennt man in Italien nicht. Ein Mortadella hat dort immer über 1 Million Keime. Das ist das Produktionsverfahren. Und die Mortadella ist auch in der Schweiz nicht schlecht, genauso wie in Italien, aber in der Schweiz wird sie so beurteilt. Und so geht es halt auch über die kulturelle Art, über die Produktionsverfahren, wie man schaffen, wie beurteilen das Ämter. Aber das Amt muss ja irgendwo Grenzen ziehen. Ich verstehe sie, auch sie sind am Ende verantwortlich. Aber so sieht man einfach, dass die gleichen Produkte im einen Kulturkreis absolut unproblematisch sind und im anderen Kulturkreis halt schon beanstandet werden. Also es ist eine sehr komplexe Thematik aus verschiedenen Hinsichten. Und ich glaube, dort ist halt einfach wichtig, dass der Kunde am Ende ein bisschen weiss, wie mit dem Lebensmittel umgeht. Und eigentlich, dass der Kunde am Ende kann einschätzen, der Endkonsument, ja, ist denn das Lebensmittel jetzt noch gut oder nicht? Ja, ich glaube, das ist sehr interessant, Philipp, weil wir bei GS1, wir schauen eigentlich immer das gesamte Netzwerk an von der Wertschöpfung. Wir schauen Versorgungen an, Entsorgung. Wenn ich das so ein bisschen höre, ist es ja ganz klar, oder? Wir reden jetzt über Folge, aber eigentlich ist Folge eine in einer Kette von verschiedensten, wie soll ich sagen, Behandlern von einem Gut. Und dazu gehören ja auch Produzenten. Gibt es bei euch auch Bemühungen, dass ihr bei den Produzenten ein bisschen Einfluss nehmt auf die Produktion, auf die Mengen, auf die Abnahme? Gibt es da schon so Zusammenarbeiten? Ja, also eben gerade im Bereich, wo wir von Eigenmarken reden, Private Label, Ja. gibt es die Diskussionen und natürlich die Abstimmungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ist ja sinnvoll, aber am Ende, ja, dort gibt es eine gewisse Regulierung, eine gewisse Gesetzgebung, es gibt die kantonale Aufsichtsbehörde und irgendwo, ja, muss man sich da einfach trotzdem in dem Rahmen bewegen, wie der halt so ein Produkt eingestuft wird. Das ist ja so, aber für uns, eben auch nochmal als Händler, ist eigentlich die Idee von einer langen Haltbarkeit natürlich enorm wichtig. Ja. Aber umgekehrt wollen wir es ja nicht. Wir sehen den Trend zum Naturbelassenen oder eben weg von Zusatzstoff.
Das ist klar, aber du gehst wiederum weg von den Zusatzstoffen, heisst halt je nachdem auch nicht in jedem Fall, dass vielleicht die Haltbarkeit da wiederum ein bisschen zurückgeht. Also es ist immer ein Ausbalancieren von ganz vielen verschiedenen Ansprüchen in dem ganzen Prozess vom Produkt. Ja, ja, ist interessant. Wir sehen ja da auch wieder, man sollte glaub, davon wegkommen, einfach am einen oder anderen die Verantwortung übergeben. Am Schluss ist es ja, der Konsument hat seine Verantwortung auf der einen Seite, wenn er es gut behandelt, wenn er es nachher auch zubereitet, wenn er es zubereitet, genauso wie der Detailist, wie der Produzent. Und das ist ja eines der grossen Anliegen von GSI, dass man gemeinsam miteinander redet und im Dialog dann die beste Lösung findet. Ja. Vielleicht zum Schluss von der Thematik Food Waste. Wo siehst du das grösste Potenzial, wie man das Thema könnte angehen? Wo hat es da aus deiner Sicht als Volk die grössten Verbesserungsmöglichkeiten? Also in der Diskussion wird ja oft einfach vom Ende geredet. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, schauen wir am Anfang von der ganzen Produktionskette. Und das heisst eigentlich, wir haben heute aufgrund von unseren Ansprüchen und Normen in der Schweiz halt schon wahnsinnige Ansprüche an ein Naturprodukt, das immer noch irgendwo draussen auf dem Feld oder an einem Baum oder irgendwo wächst und halt nicht so wächst, wie es die Normen vorgeben und vielleicht wie es in der Werbung, wenn man irgendeine schöne, rote, fleckenlose Paprika irgendwo zerschneidet, die wachsen halt in der Realität doch nicht so. Und das bedeutet natürlich schon, einen ganz grossen Teil kann man wirklich machen, schauen vor allem vor, was lässt man zu, was lässt man auch in Geschäft und was bin ich bereit, das kommt zu kaufen. Also eben, es betrifft alle in der ganzen Kette. Spannend war jetzt in dieser Krise, die wir jetzt hatten, Corona-Zeit, wo man so ein bisschen eine gefühlte Knappheit hatte, weil man in der Schweiz keine Versorgungsproblematik hatte, aber gewisse Leute haben so viel gefühlt, das sei knapp. Und da ist alles gekauft worden. Also gerade bei der Frische, ganz, ganz stark. Andere Kalibrierungen, Sachen, die man sonst nie hätte können auf dem Markt verkaufen, ist gekauft worden. Umgekehrt, wenn man vor der Zeit schaut, eben vor Corona, es hat viele Ansätze gegeben aus dem Handel, Produktion, überall, wo man versucht hat, eben gerade den Label für nicht so konforme Produkte auch wirklich einzuführen. Kein einziges von denen hat sich können durchsetzen, weil der Absatz einfach nicht gewährleistet ist. Also wenn du sagst, vielleicht darf ich noch nachfragen, alles ist gekauft worden, das heisst eben auch solche, die nicht der Norm entsprochen haben, so Produkte, aber qualitativ hervorgegangen. Ja, weil die Nachfrage da war, man hat einfach gesagt, wir müssen oder wir wollen jetzt alles einliefern und es ist ja gekauft worden. Ja, das Restaurant werden wir eben können, oder? Also hätten wir selber müssen hoffen. Genau. Aber umgekehrt, eben, ich sage jetzt, in ruhigeren Zeiten ist man dann wiederum sehr wählerisch zum Teil, was man durchnimmt. Und eben, wie gesagt, die Label haben sich bis jetzt nicht wirklich können substanziell durchsetzen. Aber ich glaube, neben all diesen Versuchen eben am Ende von der Kette und natürlich auch zwischen der Kette, ist es auch wichtig, dass man vor allem beim Ursprung schaut, dass man primär mehr können direkt in die Kette nehmen. Ja, spannend. Ich glaube, da könnten wir noch lange. Ich möchte auf eine nächste Thematik ein bisschen gehen. Und zwar haben wir ja gesagt am Anfang, das ist ja ein Merkmal von der Versorgung Volk, eine breite Fläche. Also man geht grosse Fläche. Man hat nicht grosse Zentren, sondern kleine Verkaufseinheiten. Das ist ja immer, das wissen wir, ein bisschen Problematik in der Logistik, in der Supply Chain, Margen und so weiter. Ja, wie bewältigt Volk den Spagat? Ja, die Logistikkosten sind hoch. Das ist ja so. Ja. Aber eben wie gesagt, es ist ein System in sich, wo man jetzt über die letzten Jahre wirklich einfach versucht hat zu optimieren. Mhm. Und da spielen natürlich ganz viele verschiedene Faktoren drin. Das kann ich jetzt hier nicht so ganz kurz darlegen. Es ist viel Liebe zum Detail eigentlich in der Lagerlogistik, in der Beschaffung an sich, nachher eben in der Lagerlogistik und in der Transportlogistik. Sicher ist es für uns essentiell, eben die Fokussierung
auf den täglichen Bedarf. Mhm. Wir können nicht mehr vom Gleichen verkaufen. Wir müssen uns fokussieren, wir müssen schauen, dass die Artikel, die wir in unserem beschränkten Fläche können anbieten können, dass die auch wirklich drüllen. Und eben, wie vorher schon erwähnt, dass wir auch mit ganz kleinen Einheiten arbeiten. Ja. Und das bedeutet einfach Abläufe in der Kommissionierung, Abläufe im Transport, Abläufe im Laden, wo einfach super aufeinander und abgestimmt sind. Und dann geht das auch auf. Gibt es in diesem Bereich dann auch Konkurrenten, die ähnliche Fläche gehen wie Volk? Nein, eben, wir sind in dieser Nische. Also ja. Klar ist, nicht jeder Volkladen in dieser Nische. Wir haben ja Situationen in Dörfern, wo natürlich klassische Detailhandelskonkurrenten, sage ich jetzt mal in Sichtweite, auch neben dem Volk sind. Ja. Auch dort funktioniert es. Ja. Aber es ist schon so, dass der Großteil bei uns im ländlichen Raum ist. Und wir natürlich auch sehr intensiv oder die ganze Logistik mit der Traveco betreiben. Traveco ist ja eine Schwester. Und dann haben wir sozusagen vom Volk in der Fenaco-Gruppe. Ja. Und Traveco ist natürlich extrem flexibel. Sie sind ja in jedem Verteilzentrum sind sie bei uns integriert. Sie sind ja sonst im ländlichen Raum unterwegs. Sie kennen sich gut aus. Sie können natürlich auch in dem gleichen Raum, wo wir agieren, können sie auch gewisse Synergien wiederum schaffen. Und so macht es für uns natürlich absolut Sinn, in der Logistik mit einem Unternehmen zu arbeiten, der eigentlich so die gleiche Philosophie und auch den gleichen Raum bearbeitet wie wir. Ja. Die anderen grossen Logistiken sind ja nicht zufällig, irgendwo 2000 Meter über mehr. Ja. Das ist, die sind in der Regel nicht dort. Und so ist das eben auch wieder so eine gewisse Synergie, wo wir wollen und sehr gezielt optimieren. Weil es halt für beide Unternehmen Sinn macht, so zusammen zu arbeiten. Also könnte man fast ein bisschen sagen, ihr habt eure Logistik, euren Fokus im Detailhandel angepasst. Ja. Mit der eigenen Logistik. Ja, also eben, wie gesagt, es ist nicht unsere eigene Logistik. Also der Volk selber hat keine Lastwagen, es macht wirklich Traveco. Ja. Traveco ist natürlich auch noch in vielen anderen Gebiet tätig, aber ja. Unter anderem natürlich sind wir einer, nicht der grösste, aber einer der grössten Kunden bei der Traveco. Ja. Und so können wir uns einfach in dem Sinn an den Standort direkt durch eine sehr enge Zusammenarbeit, Abstimmung einfach sehr gut aneinander anpassen. Und eben beide haben Vorteile durch die Zusammenarbeit und durch das, sie auch noch andere Geschäfte und andere Bereiche haben, ist es für sie natürlich auch wiederum einfach ein Bereich, wo sie können optimieren können. Und es ist wirklich eine Win-Win-Situation oder sogar eine Win-Win-Win-Situation für uns, für Traveco. Und am Ende einfach für die Gebiete in der ländlichen Zone von der Schweiz, wo eben sonst sich alle anderen Händler oder früher jetzt haben wir noch einen privaten, freien Detailist gegeben, wo aber vielleicht keine Nachfolgeregelung mehr gefunden hat, wo wir daheim können, den Laden übernehmen gefunden. Und so gibt es dann halt auch dort wiederum ganz spezielle Lösungen, wo wir entweder am Ende auf Bettmeralp mit der Seilbahn und Elektro-Lastwagen oder im Winter mit einer Art Pistenpulli oder im Bündnerland, wenn es mal wieder eine Strasse nimmt, durch einen Erdrutsch, dann halt mit Helikoptern und die Dörfer und unsere Läden können bedienen. Also da finden wir immer eine Lösung, ja. Und eben es geht auf. Ja. Wunderbar. Wenn ich richtig informiert bin, Philipp, wirst du im nächsten Jahr ja auch die Verantwortung noch für die Landi-Organisation übernehmen. Da vielleicht einfach ein bisschen ein Aspekt daraus. Landi ist ja für mich ist auch einerseits natürlich sehr verankert, verwurzelt in der Landschaft, in der bei den bäuerlichen Kreisen, aber natürlich auch im Bau- und Hobby-Segment. Und dort kommt ja eigentlich etwas dazu, und auf das möchte ich eigentlich ein bisschen mehr eingehen, noch geschwind, das Thema von der Anbindung von der internationalen oder globalen Logistik. Wir haben ja gesehen, in dieser Corona-Zeit, globale Logistikketten sind sehr anfällig, aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt hier nicht anschauen wollen, aber stellt das für dich eine zusätzliche Dimension dar, die Verknüpfung von
globaler Logistik mit nationaler Distribution oder ist das einfach eine Erweiterung vom geografischen Raum? Wie beurteilst du das? Ja, also vielleicht kurz zum ersten Punkt. Ja, die internationalen Ketten sind wirklich anfällig, also das sehen wir an. Und sie werden sicher noch ein Weile gestört bleiben. Ja. In dem Sinn, da muss sich noch einiges erholen, bis das wirklich wieder rund läuft, das sehen wir an. Eine internationale Logistik, wie sie die Landi betreibt, das ist eine ganz eigene Geschichte. Also ja. Und die Landi, die machen seit Jahren, das sind Vollprofis, die haben die internationale und die nationale Logistik, die sich aber auch signifikant vom Volk unterscheidet. Da gibt es fast oder eigentlich so gut wie keine Parallelen zwischen der Landi-nationalen Logistik und Volk. Wir haben mehrere Läden auf einem Lastwagen. Die Landi hat viel Volumen in Einladen. Das sind ganz andere Mechanos, aber die machen das seit Jahren sensationell, international und national. Und aus meiner Sicht sind das drei komplett unterschiedliche Konzepte. Also die internationale Anbindung, die nationale Landi-Logistik und nachher die Volklogistik. Das sind drei verschiedene Geschichten. Aber gewisse Lehren, Erkenntnisse kann man natürlich aus jeder Kette rausziehen. Ja. Vielen Dank, Philipp. Ich habe es gerade gesehen, sind da schon drei Fragen zu uns gekommen. Bevor wir ins nächste Thema einsteigen, vielleicht noch geschwind. Oliver Föhn schreibt uns, bei uns im Dorf wurde im Umkreis von 75 Metern neben dem Volk ein Kopf gebaut. Wie kann dieser Standort vom Volk gesichert und weiter gestärkt werden? Oder sehen Sie bei zu großem Umsatzeinbruch die Schließung der Niederlassung? Ja. Ja. Es gibt Situationen, wo ein Coop oder ein Migros mal gegangen sind und wir sehen natürlich jetzt auch wieder in gewissen Dörfern, dass aufgrund von dem Bauboom, den wir hatten und Dörfer, die vielleicht mit 2'000 Einwohnern da gestanden sind, jetzt plötzlich mit 3'000 Einwohnern da stehen und das heisst natürlich, es ist auch wieder interessant für einen Coop oder einen anderen natürlich auch wieder sich dort anzusiedeln. Wir müssen uns dort einfach ganz klar auf unser Frisch und Freundlich konzentrieren. Mhm. Oft haben wir Postagentur dabei, was uns einen Vorteil bringt, ja. Wo wir das schon haben. Aber am Ende geht es wirklich ums Team, ums Ladeteam, wo einfach den Unterschied muss machen. Und wir haben jetzt zwei so Fälle, ich weiß jetzt nicht, wo es darauf herkommt, im Bambier gibt es einen, da ist wirklich nebendran gekommen. Das ist gesunde Konkurrenz und wir geben da unser Bestes. Preislich sind wir ganz ähnlich unterwegs und wir sehen, dass wir durchaus bestehen können. Und wir werden dort jetzt wegen dem auch nicht abrocken. Und wenn wir dort wirklich zu viel verlieren, haben wir irgendwo unsere Aufgaben nicht richtig gemacht. Aber wir sind überzeugt und das sehen wir auch, wenn wir unseren Job und unser Konzept sauber durchführen, dass wir dort da auch mithalten können. Ja. Ich hoffe, der Herr Föhn hat das als gute Antwort oder vollständige Antwort mitbekommen. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von einem anonymen Zuschauer. Volk arbeitet mit vielen lokalen Lieferanten zusammen. Wie wird der Qualitätsprozess innerhalb der Volkwelt sichergestellt, dass die Produkte in der Anführungsstoßzeichen Volknorm bleiben? Genau. Da gibt es, sind wir alle erfasst. Es gibt klare Qualitätsvereinbarungen auf die Produkte, die wir mit jedem Einzelnen schreiben. Ja. Das heisst, da kann ich einfach in den Laden gehen und die Ladeleiterin nimmt das mal an. Das sind nachher auch andere Personen vom Frischfachdienst oder aus dem Verkauf, die nachher die Produkte entsprechend mit dem Lieferant anschauen und eben auch die entsprechenden Vereinbarungen, Qualitätsaspekt von dem Produkt anschauen. Ja. Und dementsprechend können wir eigentlich für die Produkte sicherstellen, dass das im Grundsatz funktioniert. Mhm. Und wir beobachten natürlich über unseren frischen Fachdienst, der immer in diesen Läden ist, die haben da immer das Auge mit auf die Produkte, dass das eben passt. Ja. Und so haben wir bis heute wirklich eigentlich kein Qualitätsproblem mit diesen lokalen Produkten gehabt. Und ich denke, zukünftig wird uns auch die Digitalisierung noch ein bisschen helfen, ja. Dass wir noch besser informiert sind und auch entsprechende Massnahmen zusätzlich, wenn nötig, können treffen. Ja.
Prima, ich habe gerade gesehen, der Herr Föhn hat gesagt, Herr, danke für die Beantwortung. Vielen Dank, Philipp Thier. Merci. Herr Föhn, besten Dank auch an Sie. Dann haben wir noch eine Frage, welchen Expansionskurs steht für Folge in den nächsten Jahren vor? Da ist natürlich mal die Frage, Expansionskurs, oder? Ist das überhaupt das Thema? Ist das ein, muss das eine Zielsetzung sein? Wachstum, Wachstum? Nein, also für uns muss das Geschäft grundsätzlich rendieren. Also nur auf Umsatz schauen wir nicht. Klar, möchten wir weiter wachsen. Im Moment wachsen wir auf der Fläche. Das ist für mich besonders wichtig. Auch schon vor Corona. Und das andere ist natürlich, es gibt schon noch weiße Flecken in der Schweiz. Und wir sind permanent dran, immer mal wieder Läden zu übernehmen oder Läden neu zu machen, wo es einfach noch weiße Flecken gibt. Ja. Und es ist aber auch so, dass es für uns jetzt nicht zeitlich ein wahnsinniger Drang ist. Wir haben ja unsere Zielsetzung, wir möchten jedes Jahr eine gewisse Anzahl neue Verkaufsstellen können führen. Aber da stehen wir jetzt nicht in einem Wettkampf, weil wir versuchen auch in dieser Nische zu bleiben und wir machen auch nur ein Projekt, wo wir wirklich überzeugt sind, dass sich das nachher auch rendiert. Besten Dank. Ich hoffe, die Frage sind auch zufrieden. Es war etwas anonymes gewesen, aber wenn wir selbstverständlich auch gerne beantworten. Ja, dann zu einem spannenden Thema ganz kurz. Philipp, Antrieb mit Wasserstoff. Ich weiss, Folge war ja einer der ersten gewesen, wo in dieser Vereinigung, wo sich Fenaco nicht auf. Fenaco. Gut, ja, okay. Also genau. Mutterhaus, oder? Ja. Ist ja eigentlich auch logisch über die ganze Gruppe hinweg. Und es gibt ja in der Schweiz die Vereinigung, die Wasserstoff antreibt, sehr stark forciert. Wo stehen wir da? Oder andersrum gesagt, ihr seid dabei dort, was kannst du uns da berichten? Was war Motivation vielleicht? Wo stehen wir? Und ja, gibt es schon wasserstofftriebene Lastwagen? Ja, ja, es gibt sie schon. Also der Förderverein H2 Mobilität, der ist aktiv seit einem gewissen Zeitpunkt, da sind ja wirklich alle grossen Player in der Schweiz, aus dem Logistikbereich, Handelsbereich, aber zum Teil auch Produktionsbereich dabei. Und dort hat man sich ja mal committed, dass man eigentlich gemeinsam versucht, mal die Grundlage zu schaffen, dass man überhaupt eine gewisse Infrastruktur hat für einen Wasserstoffbetrieb, dass man das in der Schweiz überhaupt aufbauen kann. Ja. Die Investitionskosten für Wasserstoff sind gross, sind höher wie für die E-Mobilität. Es ist einfach mehr Platz, wo man braucht, und das sind natürlich ganze Anlagen, wo man muss bauen. Es reicht nicht, einfach nur eine Ladestation zu haben. Aber wenn man jetzt so schaut, 2019 sind ca. 13% alternative Fahrzeuge auf den Markt gekommen. Elektro, Hybrid, Gas und Wasserstoff. Und man sieht eigentlich generell dort, also die alternativen Antriebe, das ist eine spannende Geschichte, die sind im Aufwind. Und es gibt im Moment eine Wasserstofftankstelle. Wir haben eine angerissen, aber jetzt auch aufgrund von Corona. Also die Tankstelle ist in Betrieb genommen worden, zu Zofingen, im Kanton Aargau. Aber der Bereich für Wasserstoff ist vorbereitet. Es fehlt jetzt ein bisschen mit Verzögerung. Einfach noch die Anlage, die man dort installieren. Die sollte aber das Jahr noch kommen. Und meines Wissens sollten etwa 5 Tankstellen das Jahr so ein bisschen entlang von der Autobahnen noch kommen. Ja. Das heisst, wir erwarten, wenn alles gut geht, im Herbst mal den ersten Wasserstofflastwagen, wo wir dann auch werden, mal probeweise für den Volk fahren. Der Lastwagen wird aber eben von der Traveco betrieben. Ja. Und in dem Sinn ist nicht uns, aber für uns ist es natürlich schon interessant, mal zu sehen, was sind die Möglichkeiten. Und eben, wie gesagt, im Konzern mit Agrola und der Fenaco ist klar, dass wir natürlich die gerne also Themen bei uns aufnehmen. Mhm. Es wird sicher noch eine Weile gehen, bis eine ausreichende Infrastruktur steht.
bis, ich sage jetzt mal, die ganze Technologie so ein bisschen weiterentwickelt. Ich denke, es wird sich primär auf den Schwerverkehr am Anfang konzentrieren. Mhm. Da sage ich, hat man doch mit einem Lastwagen viel mehr Möglichkeiten, mit Wasserstoff zu fahren, als mit einem PKW. Ja. Also generell, die Ökologie nimmt auch Einzug, soweit wie man das technologisch heute bereits machen kann. Ich glaube, die Schweiz ist ja eine der ersten Staaten, wo das anstrebt, dass man eine flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff garantieren kann. In der ersten Phase, wenn ich weiss, ist gerade die LKW-Transportfähigkeit gegeben. In der nächsten Phase sollen wir ja dann auch im privaten, im PKW-Bereich die Technologie können anbieten, obwohl es ja da auch schon Serienfahrzeuge gibt, die bereits auf der Straße sind. Also eine spannende Geschichte, wir bleiben dran. Ich sehe, ihr seid bei der Fenaco-Gruppe da auch an vorderster Front mit und das ist natürlich sehr erfreulich. Jetzt noch eine andere Technologie, Digitalisierung. Wo steht Volk da? Wo wollen wir ran? Das spielt ja sicher eine grosse Rolle bei all diesen logistischen Herausforderungen. Ja, also ich denke, man ist grundsätzlich gut aufgestellt, haben aber sicher noch viel Potenzial in verschiedenen Bereichen. Wir sind natürlich ein sehr heterogenes Umfeld in der Volksgruppe und für uns ist jetzt in dem ersten Schritt, in der nächsten kurzfristigen Zeit, mal auf das Thema Daten. Gute Datenbasis schaffen. Wir arbeiten auf SAP, ERP, wir haben gewisse Themen, wir haben eine gute Basis, aber es reicht noch nicht. Sage ich jetzt gerade so heute auf morgen, dass wir einfach wirklich weitere Applikationen darauf aufsetzen für uns zur Optimierung, aber dann auch für gewisse Kundenthemen. Da werden wir jetzt sicher noch weiter an dieser Datenbasis werden arbeiten. Ja. Mittelfristig werden wir dann sicher entsprechend operative Themen optimieren. Das wird dann auch Richtung SAP S4 gehen. Weiterentwicklung von der bestehenden System und dann natürlich auch in einer guten Datenbasis sicher auch Richtung Kund, was man eventuell für den Kund auch noch mit im digitalen Bereich machen kann. Wobei auch dort ist für uns ganz klar, es muss nutzen. Also es muss am Kunden Nutzen bringen, es muss uns Nutzen bringen, ja. Einfach digitalisieren zum Spaß, damit wir etwas digitalisiert haben oder irgendeine nette Anwendung haben, das wird nie das Volk-Thema sein. Wir möchten den Volk wirklich als Begegnungsort im Dorf lassen. Wir möchten den Grundcharakter vom Volk auch wirklich als Volk belassen. Aber wir sehen dadurch aus gute ergänzende Möglichkeiten, die wir mittelfristig auch beim Volk für uns, aber auch vor allem für die Kunden dann können bringen. Ja. Und langfristig, ja, ist natürlich in so einem aufwendige heterogene System schon wichtig, dass wir gewisse Systemintegration anbringen, wo wir halt wirklich können sagen, wir gewinnen an Effizienz durch unsere ganzen digitalen Unterstützungsprozesse und werden auch dort mit unterschiedlichsten Ansätzen, ob das der Analytik ist, aber einfach auch nochmal Optimierungen von ganzen Supply Chain Themen sicher auch mehr Möglichkeiten haben, als wir sie heute haben. Also wir haben jetzt für uns einen Horizont irgendwo von 5 bis 10 Jahren, wo wir an diesen Themen werden arbeiten. Wunderbar. Vielleicht noch ganz geschwind die Anbindung von, also wir sind ja in der ruralen Produktion, wie so schön sagt, also bei den Bauern sind wir sehr stark verankert. Ziehen die mit in der Digitalisierung? Absolut. Also es gibt keine regionale Grenze für Digitalisierung und man muss gerade sehen, gerade im Landwirtschaftsbereich, gerade in der Schweiz, wo man Effizienz in der Landwirtschaft müssen, irgendwo halten und steigern, Digitalisierung, es gibt wahnsinnig viele Konzepte in der Landwirtschaft, die auf der Digitalisierung basieren. Verschiedenste Forschungsthemen, alternative Energien, die auch immer mehr mit Digitalisierung im Zusammenhang stehen. Mhm. Also die Landwirtschaft ist sehr, sehr weit schon im größeren Bereich, was Digitalisierung angeht.
Ja, also es ist interessant, das ist auch etwas, wo ich zum Schluss möchte, ich eigentlich noch in die Richtung Versorgungssicherheit gehen und Entwicklung von der Agrarproduktion. Es ist nämlich gerade, wie du angesprochen hast, wir sind offensichtlich auch bei den Produzenten schon sehr weit. Das ist auch meine Erfahrung, meine Beobachtung. Und es ist ja ein Schweizer, wo für Saudis, habe ich mal gelesen, zwei riesige Farmen betreibt. Eine ist, glaube ich, in Russland, wenn ich mich nicht täusche, und die andere in Australien. Und die Saudis probieren ja über die gewaltigen Farmen, über Digitalisierungstechnologie mit praktisch keinen Mitarbeitern die Hälfte von ihrer Versorgung sicherzustellen für die eigene Bevölkerung. Also eine gigantische Vorstellung. Jetzt Frage: Wir in der Schweiz haben ja eine Versorgung, eine Eigenversorgung, wenn ich mal gelesen habe, von etwa der Hälfte. Etwa die Hälfte müssen wir importieren. Wie siehst du dort die Entwicklung? Werden wir müssen mit Grossbetrieben arbeiten? Wird unsere Struktur in der Landwirtschaft ein Erfolgsrezept bleiben? Oder wie siehst du das? Es gibt ja im Kleinen Ansätze in der Schweiz in die Richtung, dass halt man versucht, vertikal anfangen, Sachen zu pflanzen und in Treibhäuser oder eben in andere Konstellationen, Urban Farming, Vertical Farming. Da gibt es verschiedene Initiativen in der Schweiz. Und ich denke aber nicht, dass das auf riesige Themen rausläuft, wie es im Ausland ist. Und auch solche Themen sind immer noch in der Schweiz ja, einfach kritisch. Also man muss das sehen. Qualität bringt man sicher an von diesen Produkten. Wenn man die Prozesse im Griff hat, dann ist das möglich. Und vielleicht in einem oder anderen System, im städtischen Bereich, vielleicht sogar sinnvoll, wenn es sich dann wirklich lässt, als Kreislauf irgendwann einmal darstellen. Aber sonst, aus meiner Sicht, wird die Landwirtschaft in der Schweiz eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Zukunft müssen spielen. Weil, wir haben es jetzt wieder gesehen, in der Corona-Zeit, das ist sehr schnell gegangen, wo gewisse Güter, jetzt nicht Lebensmittel, aber andere Güter festgesetzt worden sind an unseren Grenzen, dass nicht mehr gegangen ist, wenn es ein ernährungstechnisches Problem gäbe, die können es auch bei Lebensmitteln so sein. Und ich glaube, die Schweiz braucht weiterhin die kleinräumigen Strukturen, um eben auch den ländlichen Raum zu bewirtschaften. Es geht ja nicht nur um Produktion, es geht ja um die ganze Pflege von unserer Umgebung. Und da gehört wahnsinnig viel dazu. Biodiversität, unsere Freizeit, eben wenn du mal Velo fahren oder joggen und eine schöne Hecke hast oder auch mal Blumenwiese. Und diese Themen, das ist extrem wichtig. Wer macht das, wenn nicht unsere Landwirte? Denn für den Tourismus, Bergregionen, wie oft im Toggenburg, wenn ich sehe, wie sie mit den Ebi, in diesen steilen Hängen das Zeug machen, aber was passiert sonst mit den Hängen, wenn das dort niemand mehr macht? Also es geht da nicht nur um die Produktion von Lebensmitteln, sondern eigentlich um die ganz landwirtschaftliche und landschaftliche Erhaltung von der Schweiz, wie wir sie eben heute kennen. Und da gehört einfach auch gesunde Produktion und eine gesunde Selbstversorgung, wo man zu einem guten Grad können gewährleisten können, wenn man eben die Flächen hat und auch vernünftige Rahmenbedingungen, dass das die Schweizer Landwirtschaft kann gewähren kann. Ja, Philipp, herzlichen Dank. Wir sind langsam am Ende der Zeit. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind. Ich glaube, deine Ausführungen ganz zum Schluss sind ein richtig schöner Abschluss, nämlich die Frage der Diversität, der Vielfältigkeit. Und das ist ja etwas, was uns auch in der Schweiz auszeichnet. Die Vielfältigkeit in allen Bereichen. Hoffentlich können wir das noch lange bewahren. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Danke Erfolg dir, Robert. mit Volk und nachher auch mit der Landi, überhaupt mit der Fenaco-Gruppe, wo so nahe bei den Kunden ist. So nahe, würde ich bald sagen, wie wir von GS1 bei unseren Kunden, wenn sie, werden sie und heute schon sind. Und in dem Sinn, herzlichen Dank. Haben Sie einen schönen Tag. Allen gute Zeit über den Sommer. Ich hoffe, dass dort ein Haufen schöne Erlebnisse dabei sind und dann sehen wir uns beim nächsten Talk ja schon bereits in einer Woche. Merci vielmals und Merci. miteinander.